Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels und herzlich willkommen zur Sonderspezialausgabe vom Schweden-Let's Play Civilization 5, Folge Nummer 26b oder aber Folge Nummer 27. Anstatt das Spiel zu gewinnen, indem ich dann den Raumschiffmotor an das Raumschiff dran schraube, um damit zum nächsten Stern zu fliegen, entschließe ich mich dazu, doch mal zu gucken, ob wir die Welt nicht auch militärisch erobern können. Ich habe jetzt nicht vor, das komplette Spiel hier militärisch zu gewinnen. Ich habe nur vor, hier alles zu verballern, was mir hier zur Verfügung steht. Dazu würde ich jetzt doch gerne mal wissen, kann ich die Bombe... Nein, die Bombe passt nicht aufs U-Boot. Das ist ja blöd, dafür ist sie zu fett. Aber die Atomrakete, die passt drauf. Na toll. Düsenjäger, ja, schau mal, wie weit kannst du fliegen? Nicht so weit, also gehst du... Achso, ich habe gar keinen Platz mehr auf dem Flugzeugträger. Naja, wer nicht weiß, was das hier alles ist, der soll einfach in die vorigen Folgen gucken. Oh, du kommst bis nach Karthago. Nein. Ah, eins zu kurz. Na gut. Also, wir erklären Dido den Krieg, damit das hier alles seine Ordnung hat. Ja, sie haben uns denunziert. Das lassen wir nicht auf uns sitzen und werden die Atomraketen benutzen. Einmal auf Utica bitte. Wobei, nee, einmal auf Karthago bitte. Geht das von hier? Ja, dafür ist es nicht zu kurz. Okay, und erfreuen uns an der wunderschönen Grafik, die doch so bitter süß ist. Den karthagischen Frachter hätte ich gern zerstört. Oh nein, sag nicht das jetzt. Oh, na gut, Moment, das haben wir gleich. Optionen. Schneller 1 Spielerkampf. Fortbewegung auch raus. Annehmen. Zurück zum Spiel. Sorry im Karthago. Aber wir haben noch einen. Haha. Atomrakete. Okay. Die wunderschöne Animation, die doch so bittersüß ist. Das tut schon ein bisschen weh, ne? Aber nur so ein bisschen. Und wechseln sie die Einheiten. Ja, ja, der Raumschiffmotor muss jetzt hier mal warten. Jetzt haben wir nur noch Folgendes zu tun. Die paar Einheiten hier zerstören. Minus 52, sehr gut. Oh, das läuft ja schon mal. Fängt ja schon mal super an. Der hier hat gar keine Verteidigung. Nicey, nicey, nice. Der hier hat nur ein bisschen was. Ah. Ah. Ist eigentlich Verschwendung, wenn wir da mit zwei drauf gehen. Ja, ja, ist es auch. Okay, pass auf. Dann der Zerstörer. Ist auch Verschwendung, wenn wir den benutzen hier. So. So ist gut, ja. Einmal zerstören, bitte. Warte, kriegst du das mit dem normalen U-Boot hin? Nein. Okay, dann zweimal zerstören, bitte. Jetzt haben wir hier zwei normale U-Boote und ein Schlachtschiff. Mehr als ein Schlachtschiff. Heieiei, wie kriegen wir das hin? Der Raketenkreuzer selbst kann nur noch angreifen, oder nicht? Der hat Fernkampf, okay. Aber dann nutzt den Fernkampf. Minus 44. Wir müssen wohl den Kreuzer benutzen, sonst, weiß nicht, ne? Ihr kennt das Spiel. Oh, sehr gut, du kriegst ihn alleine kaputt. Das gefällt. Der Kreuzer kann auch von alleine schießen. Du kriegst ihn kaputt, ohne dass du ein Atom-U-Boot bist. Aber dafür musst du eins näher dran, das ist okay. Dann kommst du noch eins vor und schießt ihm eins vor den Latz. Dann müssten wir eigentlich in der Lage sein, hier unten weiterzumachen. Und... Ja, das hätten wir hier besser vorbereiten können. U-Boot gegen U-Boot. Ja, wer da zuerst schießt, gewinnt, ne? Genau, und deswegen würde ich auch vorschlagen... Nutzen wir diesen Kreuzer, ja. Gehen hier runter. Ah, und zerstören die leider nicht ganz. Aber wenigstens können wir ihn sehen. Der Tarnkappenbomber
kam bis nach Konya. Oh, wir haben doch hier noch eine Bombe. Wir haben doch hier noch eine Bombe stehen. Wir haben doch hier noch eine Bombe stehen. Konya. Schade um Konya. War eine schöne Stadt. Aber da kommt der Flieger geflogen und lässt da was fallen. Oh. So sieht die Freiheit aus. Demokratie. Ah ne, wir haben ja Ordnung. So sieht Ordnung aus. noch eine Bombe. Ich habe ja gar kein Ziel, worauf ich es schmeißen könnte. Ja, aber von da aus ist ja noch nicht Schluss. Da geht es noch weiter. Gehen wir nach Helsinki mit der Bombe. Und bis wo... Ah ja, du kannst ihn so weit angreifen, ja. Oh oh. Ich glaube, da werden wir mit Verteidigung rechnen müssen. Ah ne, gut. Dreidecker, stimmt, mit Dreideckern. Ich glaube, gegen Dreidecker können wir uns durchsetzen. Schauen wir den Flieger noch zu, wie er zurückfliegt. Ja. Können wir mit den Tankkappenbombern hier angreifen, wenn wir keine Sicht haben? Wohl nicht. Nun denn. Und wie sieht's hier aus mit Fernkampf? Naja, so lala. Ja, aber ich spiele eigentlich schon wieder viel zu lange. 7 Minuten sind das. Ja, komm, die Runde machen wir fertig. Nein, sag nicht, dass das geht. Ich kann mit Tankkappenbombern U-Boote zerstören. Spielelogik. Ist das... Ich meine, klar können sie Bomben da ins Wasser schmeißen. Aber trifft man damit wirklich U-Boote? Ich meine, wenn die Bomben auf der Wasseroberfläche aufkommen, dann ist doch Zappentuster, oder nicht? Naja. Wir greifen hier noch den Flugzeugträger an. Warum? Weil wir es können. Und unseren Freund Tyrus natürlich beschützen wollen. Jetzt ist aber dann doch gut mit den Kampfanimationen. Schnellfortbewegung und schneller Kampf, bitte. Achso, eins noch. Hier, viele Fragen, wie kriege ich diese Punkte angezeigt? Interface-Optionen. Einzelspieler-Punkteliste ist das. Genau, da findet ihr das. Ich lasse natürlich an. Er hat es überlebt. Was ein Glück für ihn. Oder auch nicht. So. Sonst haben wir ja nichts mehr. Zum Bombenbomben. Bombenbomben. Oder? Ja. Wie sieht es punktetechnisch? Ja, nächste Runde müsste sie eigentlich sowas und schlecht dastehen. Wir haben noch 2 Düsenjäger, die wir auf dieses Schiff ansetzen können. Und auch gemacht haben. Damit ist die komplette Marine dahin. Ist zu schön, um wahr zu sein. Oh, oh. Gut, dass wir einen Zerstörer hier haben, sonst würden wir die U-Boote nicht sehen können. Ist eine Nahkampfeinheit. Soll ich mir merken. Wie weit kann der Düsenjäger Düsen jagen? Nicht zu weit. Und dann steht da auch noch Anti-Air. Nee, da lassen wir den Düsenjäger mal da, wo er ist. Ne? Ja. So, schauen wir mal an, ob sie da irgendwas entgegensetzen könnte. Ja, der ist tot, das ist klar, aber... Du bist ja mal hier, C. So, Schlachtschiff kann Utica noch angreifen. Gegen Marine, gegen Landeinheiten, nicht sofort Heilung. Oh, 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 jetzt haben sie da aber doch schon so einiges. Sag mal, der Raketenkreuzer ist eine Fernkampfeinheit und müsste doch hier aber wie der Stadt eins vor den Latz knallen können. Aber wie, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, da ist jetzt... Oh, da haben wir... Achso, ja, Anti-Air. Hätte ich mir denken müssen, sollen, können, tun. Wir plündern hier. Wir brauchen Kriegsbeute. Und... Ja, also für Valletta ist da nichts mehr zu holen eigentlich. Atomobude. Ja. Ich kann mich schon bewegen, ich weiß. Aber wohin? Ich habe keine Ziele. Alt-R, ab nach Edirne.
Hier stehen wir gut. Blickkontakt mit Konya aufbauen. Bebomben. Wir sehen, dass wir davon nichts Angst haben müssen. Der Tankhabenbomber ist in der Lage, ihn hier nicht zu zerstören. Unglaublich. Unglaublich, aber ich werde ihn trotzdem dafür benutzen. Gegen Landeinheiten dreifach. Was? Sigtuna kann wohl angreifen? Ah ja, U-Boot. Okay. Sagst du, das ist? Da können wir gegen angehen. Tankhabenbomber. Ja, schon Konya, ne? Ja. Doch, auf jeden Fall. Noch ein Tankhabenbomber. Ja. Schon Konya, ne? Auf jeden Fall. Haben wir denn auch hier eine Nahkampfeinheit am Start? Nein, da müssen wir wohl ein, zwei Panzer zu Wasser bringen. Um Konya einzunehmen. Ah, nee, warte. Hier, XCOM. Fallschirmsprung. Hier hin. Geht das? Yeah. Ja, dann kannst du nächste Runde die Stadt einnehmen, so wie ich das sehe. Oder gibt es jemanden, der was dagegen hat? Dann möge für jetzt reden oder für immer schweigen. Einer bin ich Befehle. Guck mal, ob hier sich noch was versteckt. Oh ja, da ist noch einer. Aber so weit kann ich nicht schießen, ne? Nee. Aber wir machen hier zu. Und wir wissen, dass da einer ist. Deswegen gehen wir da hin. Tankkappenbomber angreifen. Tankkappenbomber. Nee. Halt, stopp. Du kannst, nicht fortifyen, sonst vergesse ich das nächste Runde. Hier, Geheimnisse, Geschmeinnisse. Das ist jetzt egal. Aber wenn wir Dido die Hauptstadt wegnehmen, haben wir doch auch gewonnen, oder nicht? Ist das nicht machbar? Kriegen wir das nicht hin? Ist das nicht im Bereich des Möglichen? Guck mal, was wir hier alles wegbomben. Die hat doch gar keine Möglichkeit, überhaupt zu reagieren. Überhaupt zu sagen, ey, ich will das nicht. Weg ist sie. Weg. Zack. Tankabomber. Warte, lass mich überlegen. Mailand ist uns egal, Bratislava ist uns egal. Panormus ist uns nicht wirklich egal. Ja, aber muss es jetzt. Wir machen hier... Schaffst du das? Ja. Statt, was? Wem hat die denn gehört? Suleiman? Nee. Marionette erstellen. Und weiter gucken. Ah ja, da. Seht ihr, da sie nur diese Schlachtschiffe gebaut hat und keine U-Boote oder Kreuzer, beziehungsweise nicht so viel, wie sie hätte bauen müssen, sind wir hier sowas von dominant. Aber sowas von. So, erstmal dich zerstören. Das ist klar. Du gehst mir schon. Achso, ich habe jetzt gar keine. Da ist es auch wieder. Wie weit kann der springen? Ach, schon bis dahin. Okay. Wie, sie hat einen XCOM-Trupp. Wann hast du den denn gebaut? Stadt kann wen wo angreifen, hä? Oh nein, Budapest hat sich gegen uns gewendet. Gut, dass wir hier Infanterie haben. Oh, jetzt reicht das natürlich wieder nicht. Aber mit dir reicht's, ja. Ist unglaublich, wie weit die springen können. Ist völlig overpowered. Völlig overpowered. Schicken wir gleich mal zwei rüber, wenn es dann soweit ist. Ja, was kannst du denn überhaupt noch hier ausrichten? Du kannst ihn zerstören. Produktion wählen, Fallschirmjäger. Ach, Fallschirmjäger. Braucht kein Mensch mehr. Halt, stopp. Wir wissen, dass bei Sigtuna... Ja, genau. Dich habe ich gesucht. Einer bin ich Befehle. Ja. Ja, kommst du hier mit runter? Kannst mitmachen. Wobei das Schlachtschiff hier oben, glaube ich, besser aufgehoben ist. Nehmen wir die Düsenjäger noch mit. Zack. Ah, der Düsenjäger braucht echt Urlaub. Sonst hat er ein Problem. Einheit benötigt Befehle. Panzer nach Babylon oder wohin? Ich weiß nicht. Babylon können wir halt nicht von der Stadt aus angreifen. Vom Wasser aus angreifen. Aber unsere Tankhabenbomber sind auf jeden Fall in der Lage, bis dahin
zu kommen. Wir werden einfach eine Atombombe draufschmeißen. Warten. Panzer. Ach, der Panzer. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier Kampfpanzer draus. Haben wir die ganze Zeit nicht gemacht. Wir haben unsere komplette Panzerarmee nicht abgegradet. Schade drum. Naja. Können wir Babylon angreifen? Nee, keine Sicht drauf. Wenn wir einen Spion nach Babylon bringen, ginge das? Probieren wir mal. Spionageabwehr ist jetzt auch egal. Babylon. Schließen. Nächste Runde. U-Boot. Wurde vernichtet. Von der... Was soll denn das alles? Zwei U-Boote. Okay. Oh ja, wenn es das so ist. Ja, ich glaube, die Stadt kann die U-Boote dann schon sehen, wenn das U-Boot direkt vor der Stadt steht. So weit können sie dann doch denken. Belagerung. Oh, wobei, ich hätte ja lieber Sofortheilungen geben sollen. Naja. Zack, zack. Zack. Ah, schade. Oh, wir haben noch eins. Reicht aber nicht, um irgendwie hinzukommen. Schade. Achso, wir nehmen mal die Stadt ein. Wir nehmen mal die Stadt ein. Wir müssen dann wohl... Panzer. Wir müssen dann wohl, ne? In dementsprechend, wenn wir hier aufgeräumt haben. Die Ex... Sorry, die Ex kommt's drum. Die Ex kommt's rüberschicken. Ah, sorry. Oh Gott, oh Gott. Minus 1, minus 61. Achso, er hatte hier. Ja. Okay. Weitermachen. Ja, dann nee, kommt da. Also, den hier. Müssen wir jetzt zerstören. Das sind wir unseren Leuten schuldig. Ansonsten ist Utica praktisch Geschichte. Ja, dann können wir jetzt schon rüber. Gehen wir in Küstennähe. Wupp. Bereit, Commander. Und mit dir auch. Hammer 2, da soll er sich erstmal drum kümmern. Soll er probieren, die beiden zu zerstören. Können wir auch 3 rüberschicken. Schick mal ihn dazu. Mechanisierte Infanterie in Budapest. Das ist interessant. Haben wir auch. Nee, wir brauchen die... Wir brauchen euch jetzt hier. Ja, bring mal die küstennahen Einheiten nach Budapest. Und... Oder kannst du schon? Nee. Ihr könnt erst nächste Runde angreifen. Das ist okay. 1 und 2. Sehr gut. Forschung wählen. Das Internet. Kampfpanzer kann upgradet werden zum riesigen Killerroboter. Ja, dann mach das doch. Der normale Panzer... Komm, du gehst zurück und wirst auch nochmal upgradet. Die Butter lasse ich mir nicht vom Brot nehmen. Konja, Panorama, hier gibt es gar nichts, was wir noch erobern können. Ich will Dinge erobern. Atombomben, Babylon. Keine Sicht, oder was? So, jetzt. Bam. Ja. Na gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie das noch hätte gewinnen können. Oder gewinnen wollen. Von wollen kann ja gar keine Rede sein. Die hat er schon aufgegeben, hat sie. Danke am Bomber. Oh, wo kommt der denn her? XCOM-Trupp. Das hat mich, also stimmt, hat mich ja vorhin schon gewundert, warum sie plötzlich XCOM-Trupps am Start hat. Aber schon sind sie tot. So schnell geht das. Düsenjäger. Für wo gegen Luftraumsäuberung? Ich glaube, sie haben gekämpft. Glaube ich. Hat er überhaupt Luftraumsäuberung? Ach, kommt gar nicht so weit. Er muss schon sehen, wo er hingeht. Naja, egal. Dann mach mal nix. Du auch nicht. Tankerbomber. Auf ihn? Nee. Das war blanker Selbstmord. Hier können wir gucken. Ah, hallo. Oje, oje. Der Düsenjäger. Wieso verliert er im Kampf gegen ein U-Boot? Was will das U-Boot denn machen? Will das Wasser auf ihn spucken oder was?
Oh, 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 oh. Wir brauchen hier oben ein U-Boot. Mindestens eins, wenn nicht sogar zwei. Ja, ich gehe ja volles Risiko. Eins, zwei, Risiko. Tut. Das hier ist ein Schlachtschiff, das sind nur Schlachtschiffe, okay. Hier sind noch U-Boote. Schlachtschiff. Wie viele Fortbewegungspunkte hast du noch? Ah ja, was macht sie denn mit dieser ganzen Flotte da hinten? Es ist mir unbegreiflich. Unbegreiflich, was sie da vorhat. U-Boot-Angriff. Hier ist nichts mehr. Ah, hier ist ganz viel. Zack. 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 Ich könnte einen Gegner angreifen, wenn das Spiel mich ließe. Es lässt mich aber nicht. Von daher kann ich keine Gegner angreifen. So, jetzt aber. Ah, okay, dann brauchen wir euch doch hier. Na gut. Ihr habt so gewollt. Du musst warten. Ihr seid ja kaputt. Praktisch schon. Ah, wir können Utica einnehmen. Nice. Easy Game. Marionette erstellen. Der nukleare Fallout hier gefällt mir nicht. Aber was willst du machen, ne? Steckst du nicht drin. Oh, das ist hier wieder um einzelne Punkte betrogen worden. Bautrop, Maschine, Atomrakete beendet. Ah gut, dann haben wir jetzt wieder genügend Uran, weitere Atomraketen zu bauen. Einer befördern Belagerung gegen Städte. Ja, fliegt Panormus an. Ist spät, sehr spät. Ist 2 Uhr morgens. Ich habe das komplette Let's Play durch jetzt. Das hier ist noch so die letzte Zugabe. Aber ich werde ja nicht aufhören, bevor mein riesiger Killer-Roboter nicht irgendwas gekillt hat. Und der Tankhammer-Bomber Tank gekappt hat. Raketenartillerie. Artillerie. Bis hierhin und keinen Schritt weiter. Gut. Einheit bündig Befehle. Düsenjäger. Kannst du hier? Nee, ne? Was? Wieso kannst du da nicht? Ah, gut, aber ihn. Zack. Minus 5. Minus 93. Ah, mobile Bodenluftrakete. Wieder nicht aufgepasst. Das hat man davon, wenn man nicht aufpasst. So, minus 26, minus 8. Schon besser. Tankhammer-Bomber. Und durch ist er. Atomrakete. Auf Budapest. Nein, da werden wir uns selbst zerstören mit. Die Atomrakete. Wo? Oh, jetzt habe ich rausgeklickt. Ich hoffe mal, die Aufnahme läuft weiter. Die Aufnahme läuft weiter, so wie das aussieht. Wohin mit der Atomrakete? Nochmal auf Karthago? Auf Karthago Nova? Karthago Nova, Sanctum sieht gut aus. Sieht alles gut aus, ne? Sieht alles gut aus. Biblos, Samson. Nee, wenn schon, soll er hier ein paar Einheiten mitnehmen. Die Atomrakete soll einfach mal aufs Atom-U-Boot. Und dann schauen wir weiter. Der XCOM-Trupp peilt mir noch ein bisschen, bevor es weitergeht. Der Tankkappenbomber, der schafft das. Jawohl. Einheit benötigt Befehle, Tankkappenbomber. Wie weit kommst du? Nice. Gut. Nächste Runde. Oh nee, da oben wäre ja eine Einheit gewesen, die ich gerne gekillt hätte, aber übersehen. Okay. Budapest. Also das ist unglaublich. Naja. Ich werde es ja merken. Für das nächste Let's Play. Dass man Budapest nicht trauen kann. Erst hier. Und da. Eieiei. Ein Schützenfest. Zack. Ah, reicht halt nicht ganz. Das hier reicht ganz. Das hier nicht. Dann tut ihr euch beide zusammen.
Sehr gut. Kannst du ihn mitnehmen? Nein. Wäre fast wieder ein Missklick gewesen. Ah, wir treffen uns ja. Schön. Na, wie geht's euch? Gegen Marine, nee, Angriffsbonus, nee, also Vorteilung, okay. Kannst du ihn, nee, du kannst ihn, okay. Und du und ihr beide kriegt das schon hin. Ihr zusammen seid ihr stark. Ah, doch nicht. Schade drum, aber vielleicht kriegen wir noch den ein oder anderen Flieger dazu, dahin zu fliegen, nee. Aber das dürfte dann mit der Marine gewesen sein. Das haben wir gewonnen. Ja, die Entscheidung für U-Boote war der richtige, falls das jemand bezweifelt haben sollte. Militärakademie, Wasserkraftwerk, Stadion, Burg, Stallungen, Militärakademie. Des Militärs wegen. Recyclinganlage. Abgeordnete einsetzen. Internationale Raumstadt. Aufheben. Buddhismus, gerne. Dass sie immer noch 24 Stimmen hat. Ist mir ein Rätsel. Ah gut, ist ja die ganzen... Stadtstaaten in der Tasche natürlich. So, schauen wir mal, wie weit du angreifen kannst. Ah, fast, ne? Ja, aber Alt-R, ab nach Edirne, von da aus ist das easy peasy. Zack, zack, zack. Jetzt mach schon. Wie weit? Bis hierhin, okay. Ja, ich muss Panor muss wohl einnehmen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Leider. Gegen Landeinheiten. Warum nicht? Oh, sie wollen die Stadt zurücknehmen. Okay. Interessant, aber... Okay, der Raketenkreuzer hat echt sein... ist jetzt am Limit. Der Raketenkreuzer hat Familie. Das muss nicht sein. Du darfst wieder zurück nach Haus. Das Atom-U-Boot mit der Atomrakete. Oh, wenn es natürlich nice auf Utica zu feuern, aber. Karthago Nova. Hier um Sanctum Saguntum herum. Hippo Regius wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt, so das aussieht. Kann ich mir vorstellen. Ja, wobei hier hat er bestimmt nicht viele Einheiten drumherum stehen. Karthago nochmal wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber Sanctum, ja, wobei, ich gehe mal davon aus, dass das die letzten Einheiten sind vom Computer. Hier hat er nichts mehr. Wenn er was hätte, würde er damit verteidigen hier. Ja, also das Beste wäre... Warte mal. Gut, ich müsste hier auf eigenes Land feuern, aber... Wenn ich hier rüber ginge, was ich jetzt einfach mal mache, ja, und hier rein feuere, 1-2... Hier reinfeuere. 1-2. 1-2. Genau. Wäre. Hier alles weg. Ich mache praktisch einen defensiven Atomschlag. Atomrakete. Hier haben wir gesagt, ne? Ja, genau. Da nehmen wir da oben noch den mit. Wir lassen die Stadt außen vor. Sieht gut aus. Ha. Ja, ist ja nicht mein Land. Haha, viel Spaß beim Aufräumen. Ihr Loser. Wir greifen hier noch an. Können jetzt nicht mit Fliegern rüber, weil hier natürlich an die Flieger steht. Aber ist okay, wir lassen die Düsenjäger einfach mal Düsen jagen. Und die Raketenartillerien. Von hier aus ist top zu kämpfen, sagt man sich draußen. Ich weiß nicht, was sie da vorhaben, wo sie da hinwollen. Aber kann mir auch egal sein. Kommst du hier rüber? Ah ja, nice. Piu. Hallo, Commander. Einer bin ich Befehle. Ja, wie vorhin. Ich bin immer noch nicht schlauer, aber ja. Die Richtung stimmt schon mal. Und jetzt nehme ich dir den Platz da weg. Nein, du wasserst. Du kannst nichts machen. Du machst nichts. Der Tankham-Bomber bombardiert ihn. Hast du wenigstens zu tun. Kannst du es mal machen. Du mordierst ihn. Düsenjäger, komm nicht rüber. Schade. Nächste Runde. Halt. Hahaha. Hast du gedacht, du überlebst? Ich auch. Nächste Runde. So, halbe Stunde schon.
Dido hat Frieden mit Stadtstaaten und Suleiman geschlossen. Wir haben ein Schlachtschiff verloren. Wir haben Atom-U-Boote verloren, en masse. Als ob's Brausetrupps wären. Belagerung gegen. Nee, Rusch gegen Einheiten. So, okay, also die Runde kann ich mir noch. Gucke ich noch kurz an. Aber. So oder so hätten wir das wohl gewonnen. Möchte ich behaupten. Wollen. So, den haben wir weg. Der ist gleich nicht mehr da. Produktion wählen, Recyclinganlage, Forschungslabor, Recyclinganlage. Wenn wir schon die Welt erobern, dann Green. So. Kommst du bis dahin? Ja, wunderbar. Das bedeutet, hier dürfte eigentlich nicht mit Widerstand zu rechnen sein. Ein bisschen. Okay, tot. Aber passt schon. Hier, mechanisierte Infanterie, lass mal nichts liegen. Ich will ihn zerstören. Ich muss ihn töten. Ja, passiert aber nicht. Ab nach Porto. Heilen. Tankabenbomber. Zack. Atom-U-Boote. Oh ja, da habe ich tatsächlich einiges verloren. Macht aber nichts, weil ich immer noch gewinne. Gewinne. Ah, ist ein normales U-Boot. Ja, schade drum. Und das hier ist ein Atom-U-Boot. Okay. Zack. Gewonnen. So, dann wäre die Bedrohung im Inland auch Vergangenheit. Ja, jetzt gucken wir, dass wir Babylon hier einnehmen. Kann ich... Von hier aus geht Babylon einzunehmen. Ist Babylon einzunehmen. Gut zu wissen. Zack. Kannst du noch weg? Nee. Ja, bleibst mal da. Und Tankabenbomber. Wohin? Auf die Stadt. Ja, sehr gut. Einer bin ich Befehle. Tankabenbomber. Stadt. Sehr gut. Tankabenbomber. Stadt. Sehr gut. Tankabenbomber. Stadt. Ja doch, Stadt. Sehr gut. Tankabenbomber. Stadt. Sehr gut. Tankabenbomber. Düsenjäger. Ist angeschlagen. Wartet noch. Tankabenbomber. Stadt. Sehr gut. Düsenjäger. Nächste Runde. Tankabenbomber. Stadt. Okay. Da müsste er hier Panormus einnehmen können. Der Killerroboter macht sich auf den Weg nach Babylon. Und. Also, wer. Also dann. Dann haben wir es eigentlich. Von da ist es nach Gades und Karthago nicht mehr weit. Pff, gewonnen. Eigentlich schon. Also, da kannst du sagen, was du willst. Da hätten wir nicht per Wissenschaft gewinnen müssen. Da hätten wir die Keule auspacken können. Ja, Samson. Nee. So nicht, junge Dame. Der hat so gesagt gefahren. Hättest du mal damals meinen unstatthaften Angeboten nachgegeben. Aber heute bin ich ein verrückter Wissenschaftler, der es sich zum Ziel gemacht hat, total verrückte Dinge zu machen. Ah, das ist ein tricky Spot hier. Wir machen das so. Und, nehme ich noch mit. Marionette erstellen. Okay. So, wie weit kommst du bis nach Babylon vor? Und wie weit kommen wir mit unseren Tankabenbombern? Das passt, okay. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Du bekommst doppelt Drill. Oh, mir ist eins. Okay, kein Ding. Karawane. Oh, da schau her. Genau, bestballig. Einfach mal das Kriegsgebiet. Tankabenbomber. Ah, das ist natürlich... Gegen die mobilen Bodenluftrakete möchte ich keinen Tankabenbomber schicken wollen. Weißt du was? Jetzt kriegst du einen Kampfpanzer vor den Latz geknallt. Dann guckst du mal, was du machst. Habe ich ja nicht noch irgendwo Einheiten rumstehen? Doch hier steht doch alles voller Panzer, sag mal, die ich eh nicht benutze. Geh doch mal darüber. Okay. Und ihr hättet eigentlich auch die ganze Zeit schon wassern können. Da denkt aber mal wieder keiner mit.
Denn der Übergang ist ja jetzt frei. XCOM-Trupp, Forschungslabor, Einheit befördern. Zack. Wohin kannst du springen? Krass. Ja, dann spring mal in den Rücken von Babylon. Einheit befördern. Doppelt Marine. Zack, zack, zack. Cool. Zack, zack, zack. Kommst du? Kommst du her? Sehr gut. Ja, das war's. Also, da liegt's in den letzten Wehen. In den allerletzten. Ja, das U-Boot greife ich nicht an. Ja, gut, der Panzer kann jetzt raus. Ich habe ja kein Geld mehr, um ihn abzugraden. Jetzt können wir alles rüber schicken. Und wenn wir da ein paar Einheiten verlieren, ist auch nicht so schlimm wie ihn zum Beispiel. Nee, okay. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Wie sieht es bei dir aus? Ja, du wirst ein bisschen schon verlieren. 32. Ja gut, aber die Stadt verliert 31. Da kann ich mit leben. Gibt es Einheiten, die es abzuschießen gilt? Nein, Düsenjäger auch nicht. Wunderbar, wunderbar. Dann plündern. Wieso kannst du nicht plündern? Du hast schon geplündert. Ah, wohl. Naja, kannst du nächste Runde hier den Bauernhof plündern. Du greifst noch das U-Boot an. Düsenjäger. Tankkappenbomber. Geht Karthago? Nee, dann komm. Dann komm nach Utica. Bin mir sicher, Utica halten zu können. Ja, und eigentlich müssen wir Budapest einnehmen, ne? Weil wir es können. Also, auf die Stadt. 51, ja. Jetzt haben wir überlebt. Bam. Nächste Runde. Tankkappenbomber Babylon. Gibt's noch mehr? Nächste Runde. Bin der 40-Minuten-Folge. Sonderfolge. Einer wurde getötet. Schon wieder. Wo denn? Oh, von dem anderen U-Boot. Okay. Gegen Marine. Aber ich sag euch, ich weiß... Ich finde ihn nicht. Oh nein, ich finde ihn nicht. Da ist er. Da. Da war er, besser gesagt. Und zack. Nice! Jetzt gehören die Weltmeere uns. Ich möchte behaupten, da gibt's... Ja, da sehe ich jetzt zumindest so schnell... Keine Einheit mehr. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch Babylon kurz eingenommen bekommen. Nur minus 10 mit Tarnkappenbombern. Also Babylon ist schon... Respekt, Alter. Ach, so weit kommst du gar nicht. Okay. Ah, wir haben einen Tarnkappenbomber verloren. Oh ja, was soll's. Passiert schon mal. Schade, dass wir unsere ganzen Raketenartillerie noch nicht drüben haben. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Wie willst du denn da der Stadt beikommen? Und rüber und dazu. Ja, kein Geld zum Upgraden. Von daher müssen wir das so wohl so lassen. Was ist das? Ein Marine. Ein karthagischer Marine. Ah, ja, ich muss plündern. Eins weitergehen. Plündern. Und wohl diesen Marine zerstören. Nein, wir zerstören ihn hier. Ein Vorbewegungspunkt. Zwei Vorbewegungspunkte. Nice. Einheit befördern gegen Landeinheiten. Was? Es sind doch drei Felder. Wieso reicht das nicht? Von hier aus vielleicht? Ah, von hier aus. Weil... Stein, Steinbruch, Grasland. Das muss doch reichen. Ah ja, reicht doch auch. Vier. Kenn ich nichts mehr. Zack. Alle tot. Sobald sie was Neues baut, wird's gleich weggebombt. So, wir greifen die Stadt noch an. Was anderes hätten wir eh nicht machen können. Ja, Panzer halt, ne? Könnten Killerroboter sein, wenn wir das Geld dazu hätten. Aber irgendwann ist halt auch mal gut. So, damit werdet ihr auch eingekesselt. Babylon wird weiter bombardiert zur Vorteilung. Sehr schön.
Düsenjäger. Komm, auch auf. Nee, kommst du nicht hin. Kommst du nicht hin. Besucher. Ist auf dem Weg. XCOM-Trupp heilt. Du heilst. Du machst dich hier auf dem Weg. Du bekommst Doppelangriff. Ah, du hättest sofort Heilung nehmen können. Ist jetzt auch egal. Wir werden so oder so gewinnen. Wir verabschieden uns von hier. Nö. Wir bleiben hier an der Küste. Wir bleiben hier an der Küste und werden dafür sorgen, dass jegliche Landeinheiten sofort zerstört werden. Meine Augen fallen gleich zu. Aber das kann euch egal sein. Ihr seid ja nur hier, um euch an diesem Spektakel zu ergötzen. Ach stimmt, da war ja noch was. Wir sind ja noch mit Stadtstaat im Krieg. Oh, ein großer Händler. Ein großer Händler. Krieg ich nicht. Okay, jetzt ist er tot. Naja. Schade drum. Ja, gegen Städte. Und dann machst du mir Babylon gleich klar. Position wählen, Flughafen, Einheit befördern. Triple unwegsam. Ja. Da stehst du jetzt blöd da. Okay, haben wir inländische Tankhabenbomber? Ich glaube nicht. Naja. Du kannst nichts mehr machen. Du auch nicht. Du auch nicht. Aber du. Minus 5. Früher war das mal mehr. Gegenstädte. Minus 10. Da schon besser. Tankhabenbomber. Ah ja, hier haben wir doch inländische. Minus 8. Okay. Einheit befördern. Sofortheilung. Nervt am meisten. Dann nochmal plündern. Eins weiter. Von hier aus die. Von hier aus Gales angreifen. Das ist natürlich auch. Ganz großes Kino. Ganz große Kunst. Tankabenbomber. Schaffst du es von hier bis nach Babylon? Schafft er. Nice. Okay. Ist ja noch irgendwo ein Schiff? Nein. Dann schließen wir. Ah, nee, du kannst nach Babylon. Oh. Einheit. Befehle. Ja, reicht leider nicht ganz bis an Land. Oh, dann müssen sie da jetzt doppelt nochmal. Sich fortbewegen. Ja, leider. Aber, mein Gott. Passiert in den besten Spielen. Minus 5, das ist schlachhaft. Das ist, also, weißt du? Anerbindliche Befehle der Panzer. Ja, oldschool halten. Oh, nee, aber guck mal, der hatte gar keine Chance gegen Budapest. Der Kampfpanzer wird's überleben. Nee, du musst zurück. Bringt so nix. Budapest, wie sieht's aus? Frieden blockiert. Na gut. Ah, oh, jetzt ist die Frage, ne? Schaffen die beiden das? Und wenn sie es schaffen, dann können sie die Stadt eh nicht halten. Fallout-Entfernung? Nee. Warten. Ah, mit dem Tankkampfbomber kriegen sie es vielleicht. Kriegen sie es vielleicht hin? Wenn beide Einheiten überleben können, schaffen sie es. Der Düsenjäger macht mal nichts. Das Schlachtschiff kommt mal auch hier mit rüber. Das ist egal, wenn er jetzt angegriffen wird. Du bleibst in Utica, machst da nichts mehr. Der XCOM-Trupp landet hier. Dann können sie die Stadt nicht mehr zurücknehmen. Ah ja, dann machen wir das doch. Gehen wir da rein. Babylon genommen. Wäre schön, wenn ihr mir, genau, Bayonette erstellen, auch das Land dazu gibt. So, jetzt hast du nämlich die spitzenmäßige Möglichkeit, hier anzugreifen. Und dann hat er auch schon gar keine Chance mehr. So, ist Karthago zu nehmen, ja. Irgendwann schon, aber für heute muss es reichen. Babylon, schauen wir uns noch an. Stadtansicht, was haben wir da alles? Big Ben, Globe Theater, Hängenden Gärten und Machu Picchu. Jetzt haben wir endlich unsere Berge, nice. Okay, also dreiviertel Stunde Bonus-Episode. Mensch, die kommt an einem Sonntag, egal wie das hier ausgeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet da nochmal doppelt so viel Spaß. Wie mit dem Raumschiff. Wir können hier nochmal zum Spaß natürlich das Spiel so gewinnen. So oder so gehe ich davon aus, dass wir das gewonnen hätten.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich vor allem für all eure hilfreichen Kommentare und all eure Tipps und freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao. Euer Egon Zonn.